nicht mehr atmet. Das Kind wird kontinuierlich betreut. Genauso wie die zwei Personen in der Bushaltestelle, die das mit angesehen haben und auch leichte Verletzungen haben. Jetzt gehen wir mal zu unserem Zugführer, zum Thorsten. Was hast du jetzt gemacht? Ja, wir haben jetzt hier die Einsatzstelle erstmal gesichtet. Wir haben priorisiert, welche Personen zuerst gerettet werden müssen. Wir haben die Kräfte entsprechend eingeteilt. Vorrangig natürlich die Patientenbetreuung und die Kleidung oder die Rettung der Patienten und natürlich unseren Eigenschutzgesetz parallel aufgebaut, um die Verkehrsabsicherung vor dem Moment jetzt zu schützen. Das Gebäude gehen können oder das Auto löschen oder so weiter und so fort, um die Einsatzkräfte einfach zu schützen vor den giftigen Gasen. So, die verletzten Rentner der DRK hier betreut. Da sind einige Sachen dabei. Gehen wir mal zu unserer Nadine, das ist heute die Chefin vom Roten Kreuz. Nadine, was macht ihr jetzt gerade? Hallo zusammen. Also wir haben jetzt hier direkt vor Ort die zwei leichten Verletzten, die eben schon an der Bushaltestelle paar Schnittverletzungen und Schliffwunden, die jetzt versorgt werden, in erster Linie angefangen mit dem Armbruch, weil das die größere Verletzung ist. Um die Schnittwunden wird sich dann später gekümmert. Hier rechts das Mädel in dem grünen T-Shirt hat einen Schock durch die gesamte Situation erlitten, ist auch in der Betreuung von und auch diesen Menschen wird von uns geholfen werden. Normalerweise würden wir noch einen Rettungsdienst anrücken mit Notarzt und allem, den wir jetzt heute zum Vielen Dank. Da Sie sehen, dass die Person wird wiederbelebt, ist dadurch nur eine Brücke in dem Fall. Wichtig ist, Leben retten kann jeder, also jeder sollte mal seinen ersten Hilfelehrgang auffrischen, weil wenn es im Herzstillstand kommt, dann zählt eigentlich schon keine zweite Liga. Wenn es so kommt, dann könnten wir damit einen Schaumstück lesen, weil Sie sehen ja jetzt den Tanklastzug. Da würde jeder erstmal in Panik ausbrechen, aber solange nichts ausläuft, ist das eigentlich nicht schlimm. Das ist ein ganz normaler Unfall für uns, ja? Und wenn da nichts ausläuft. So, das Kind ist jetzt gerettet und befreit. Der Jack und die Vivian tragen das jetzt gerade zum Rettungsdienst. Und dann der Dreifachbandschuss besteht noch aus Wasser, da haben wir noch einen Strahlrohr liegen und einen Pulverlöscher. So, das heißt, die Maßnahmen sind für die Feuerwehr erstmal getroffen, die Personen sind alle gerettet und befreit, einen Rettungsdienst zu übergeben. Wir würden jetzt ausgelaufene Betriebsstoffe sichern, also vielleicht Kühlflüssigkeit, Benzin, Öl, Diesel, was da ausgelaufen ist, um die Einsatzstelle sichern und dann muss das Fahrzeug da geborgen werden. Wenn dann die Leitlinien, wir können uns immer